Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir mal einen kleinen Rückblick wagen auf das Jahr. Was war so besonders in diesem Jahr? Und das ist nur der erste Teil von zwei Videos, denn auf dem Jens Rabe Kanal gibt es in wenigen Tagen dann einen Ausblick aufs kommende Jahr. Also, wir schauen jetzt erstmal, was ist passiert, was war besonders, und danach schauen wir dann im zweiten Teil, was passiert im neuen Jahr. Und jetzt geht's los. Also, wir sind kurz vor Ende des Jahres. Die Märkte befinden sich schon in einer relativen Ruhe. Es passiert eigentlich kaum noch was. Man merkt es, die Volumen nehmen immer mehr ab. Kaum noch Bewegung an den Märkten. Und das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, um einfach mal auf das Jahr zurückzuschauen. Ich will das Ganze mal machen aus Sicht eines Händlers. Also, was ist mir in diesem Jahr besonders aufgefallen? Und im Ausblick will ich dann auch mal schauen, okay, was könnten denn die Konsequenzen dann fürs neue Jahr sein? Was könnten spannende Märkte sein? Wenn wir dieses Jahr uns anschauen, ich glaube, dann fällt jedem, gerade denjenigen unter euch, die Optionen handeln, denen fällt natürlich oder denen wird sofort eines klar sein, was hat dieses Jahr besonders ausgezeichnet, und das war natürlich die nahezu nicht vorhandene Volatilität. Wir haben jetzt vor einigen Tagen im Coaching mal ein kleines Experiment gemacht, und zwar wir haben unsere Charts mal etwas umgestellt und haben die Candlestick-Charts so eingestellt, dass jede Kerze genau einem Jahr entspricht. Ne? Also damit erkennst du ja sehr, sehr gut die Range, die wir in diesem Jahr hatten. Und es ist ganz interessant, wenn man durch die Märkte mal durchschaut, dann sieht man eben, dass sich extrem viele Märkte in diesem Jahr nur sehr, sehr wenig bewegt haben. Das heißt nicht, dass es in diesen Märkten keine Trends gab, aber es ist eben ein sehr, sehr flacher Verlauf gewesen, kaum große Ausschläge. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir in nahezu allen Märkten sehr geringe Volatilitäten haben. Also wenn wir uns beispielsweise so Märkte anschauen wie die Bonds, ganz geringe Bewegung in diesem Jahr. Wenn wir uns Öl anschauen, sehr geringe Bewegungen. Die Getreide, sehr geringe Bewegungen. Also es war wirklich so gut wie nichts los. Gold, auch da kaum Bewegung. Ne? Wir haben in diesem Jahr eine Handelsspanne im Gold. Ich kann mir das selbst hier an der Stelle nochmal ganz schnell anschauen. Und kann euch das ganz genau auch sagen. Also Gold GC, schnell einen Jahreschart eingestellt. So, und zwar, wir waren im Tief so bei ungefähr 11,55 und im Hoch bei 13,59, also rund $200. Und das ist wahnsinnig wenig. Ne? $200, es gab schon Zeiten, beispielsweise, ich glaube 2013 oder 14, da haben wir mal $200 in zwei Tagen gemacht. Ne? Also, es war einfach wahnsinnig wenig Bewegung, die wir in den Märkten gesehen haben. Und wenn man wenig Bewegung sieht, dann gibt es wenig Überraschungen. Wenn es wenig Überraschungen gibt, dann gibt es wenig Leute, die sich spontan absichern müssen. Und das führt dazu, dass die Nachfrage nach Optionen einfach sehr gering war. Und damit auch die Volatilitäten, also die Sicherheitsprämien, die auf dem Preis einer Option liegen, dass die sehr gering sind. Und das durch alle Märkte durch. Jetzt könnte man sagen, okay, die Aktienmärkte haben sich doch aber ganz gut bewegt. Das stimmt natürlich, aber sie haben sich natürlich nur in eine Richtung bewegt. Also sie haben sich ja quasi nur nach oben bewegt. Es gab so gut wie keine Rücksetzer. Jedes Quartal im Plus abgeschlossen an den amerikanischen Märkten. Der deutsche Markt, der hat mal ein bisschen stärker korrigiert. Ich glaube, so um die 8% etwa. Aber sonst der S&P nahtlos nach oben, der Dow Jones nahtlos nach oben, die Nasdaq natürlich, da gab es Anfang Dezember mal ein, zwei Wochen, wo es ein bisschen, aber auch wirklich nur ein ganz klein wenig Wohler gab, ansonsten ist das immer nur nach oben gelaufen. Und wir wissen ja, in den Aktienmärkten ist es so, dass Volatilität, implizite Volatilität nur entstehen kann, wenn die Preise fallen. Wir sehen keine Preisverfälle und deswegen sehen wir auch keine hohe Volatilität. Ich kann das jetzt nicht, oder ich müsste es mal verifizieren, aber es so stimmt, auch vom reinen Gefühl her, habe ich in meiner aktiven Traderlaufbahn, in meiner professionellen Traderlaufbahn, noch nie so ein Jahr erlebt wie dieses.
Also ich habe es noch nie erlebt, dass zum Beispiel der VIX so häufig unter der 10 war, also weniger als 10 Punkte hatte. Er ist ja sogar unter 9 gefallen. Also wir hatten dieses Jahr ein neues Allzeittief mit 8,56 oder irgend sowas. Das habe ich selber noch nie erlebt. Ob es andere Jahre wird es vielleicht auch schon gegeben haben, aber ich habe mich als Händler vor 11 Jahren selbstständig gemacht. Ich bin seit über 20 Jahren an der Börse, aber vor 11 Jahren mich selbstständig gemacht und vom reinen Gefühl her habe ich noch nie so ein Jahr erlebt wie dieses jetzt hier mit diesen geringen Volatilitäten. So, und was hat das geführt? Das hat natürlich dazu geführt, dass man auf der einen Seite ein sehr gutes Jahr hatte, weil dadurch, dass es ja kaum schnelle Bewegungen gab, musste man auch sehr wenig nur in die Trades eingreifen. Das heißt, wenn ich jetzt mal, ich werde euch im Januar wieder ein Video machen, wo ich alle meine Konten zeige, wie sind die gelaufen, was ist da passiert. Wer bei uns Coaching ist, im Optionsbrief, wer das Managed Account verfolgt, der weiß ohnehin, wie es gelaufen ist. Aber mal für die, die das nicht machen, also wir haben angefangen von den sehr konservativen Konten, die wir im Managed Account haben, wo wir vielleicht so bei 8-9% irgendwo dieses Jahr landen, vielleicht 10, wenn wir Glück haben, bis zu etwa 25-26% Rendite in diesem Jahr in den Konten eingefahren. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, also ich bin da sehr, sehr zufrieden. Was aber das eigentlich noch Entscheidende ist, wir haben dies mit auch einer ganz, ganz geringen Depot-Volatilität jeweils erreicht. Das heißt, unsere größten Drawdowns lagen irgendwo um 3% in den aggressiven Konten, in den etwas konservativeren Konten eher nur bei 2%. Also wir haben wirklich sehr, sehr wenig Volatilität gehabt. Und das ist natürlich erstmal das Positive. Das heißt, es war so gesehen ein sehr gutes Jahr. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das kam natürlich auch daher, man hat jetzt so im Nachhinein auch das Gefühl, wir sind immer nur mit angezogener Handbremse gefahren, weil ja schon zu Beginn des Jahres die Vola nicht sehr, sehr hoch war und dann wurde sie im Laufe des Jahres immer noch geringer, haben wir nur sehr, sehr kleine Positionsgrößen umgesetzt. Das heißt mal, damit wir das mal in Zahlen packen, normalerweise habe ich immer eine Range von bis, wo ich meine Positionsgrößen habe. Also beispielsweise im Coaching, da haben wir Positionsgrößen zwischen 0,3, sagen wir 0,25 und im Extremfall, also wenn wir wirklich richtig große Volatilität in vielleicht 2,5%, also wenn wir sowas hätten wie Finanzkrise 2008, da würde ich auch mal mit einer Position dann reingehen, 2,5%. Dieses Jahr durchschnittliche Positionsgröße 0,3%. Das heißt, wir haben auf dem 100.000er Konto, wenn wir 100.000 Euro in einem Konto haben oder Dollar, haben wir Prämieneinnahmen immer nur gemacht von ungefähr $300. Wenn es mal hochging, haben wir $500 gemacht oder vielleicht mal 600, aber wir haben keinen einzigen Trade in diesem Jahr gemacht, wo wir mal mit $1.000 bezogen auf 100.000 Kontogröße ins Risiko gegangen sind. Keinen einzigen. Ne? Und das lag einfach daran, weil ich bin ein großer Fan davon, das Risiko zu minimieren anhand der Positionsgrößen, die man eingeht. Naja, und bei niedriger Vola, was will man machen? Da kann man das eben nur mit geringer Positionsgröße machen. Das war also so ein Punkt, immer nur mit angezogener Handbremse. Ich habe mich dabei durchaus wohlgefühlt, ne? Weil wir hatten auch niemals Probleme, dass wir gesagt hatten, jetzt hatten wir mal eine schwierige Phase, wir haben hier im Büro gescherzt. Wir waren kein einziges Mal in diesem Jahr, dass wir uns an einem Sonntag hier im Büro getroffen hätten. Es gibt Jahre, wo wir das gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir treffen uns Sonntagnachmittag im Büro und bereiten den Handel für den Montag vor, weil zum Beispiel irgendwas passiert war. Na, das gab es dieses Jahr kein einziges Mal. Wir sind dieses Jahr kein einziges Mal aus Gründen des Handels bis abends 22 Uhr im Büro geblieben. Ich war auch schon bis 22 Uhr, bis 23 Uhr im Büro manchmal, aber nie, weil es der Handel notwendig gemacht hätte, ne? Weil das war einfach nicht. Du hattest kaum Bewegungen, du musstest selten adjustieren, gerade wer Aktienoptionen verkauft hat, der hat das gemerkt, dass man nahezu alles durchgebracht hat. Also wir haben eine extrem große Trefferquote in diesem Jahr, die sicherlich bei 90, über 90% liegt, 95, vielleicht 92, 95 nicht, aber sagen wir 92%. Und
Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das muss man jetzt wissen. Das ist natürlich nicht die Realität, die man einfach so fortschreiben kann. Ich werde im zweiten Teil dieses Videos mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Und da ist das ein Punkt davon. Was ist mir noch in diesem Jahr an den Märkten aufgefallen? Dass es natürlich zwei große Dinge gab, die gemacht worden sind. Das war zum einen natürlich so etwa bis Mitte des Jahres. Da war eigentlich so der wie heißt immer so schön, the most crowded trade. Das war der Verkauf von Volatilität. Also Short VXX, Long SVXY. Ne? Also so diese klassischen Dinge. Short Calls auf den VXX, Short Puts auf den SVXY. Das waren ganz, ganz verbreitete Trades. Aber da kam ja dann Mitte des Jahres IB und hat gesagt, uns gefällt das nicht, dass viele Leute, die gar keine Erfahrungen haben, die zu kleine Konten haben, hier hochgehebelt auf diese Produkte traden. Und dann hat man die Margin für diese Produkte so weit hochgesetzt, dass es sich eigentlich jetzt nicht mehr lohnt. Also du machst jetzt, wenn du jetzt so einen Trade umsetzt und hast irgendwie 70, 80 Dollar Prämie und bekommst und musst dafür auch 4.000 Dollar Margin hinterlegen, das rechnet sich einfach nicht. So. Hat dazu geführt, dass auch, ich merke das auch im Umfeld hier von Kunden, dass diese Trades, diese Brot- und Butter-Trades nahezu zum Erliegen gekommen sind bei uns. Andere Broker handhaben das anders. Finde ich durchaus gut. Aber mit Beginn des zweiten Jahres schwappte natürlich dann eine neue Welle herüber, die jetzt bislang zumindest aber noch nicht bei den Optionstradern angekommen ist, nämlich das ganze Thema Krypto. Ne, das war ein großes Thema. Vor allem natürlich auch angeheizt durch die extreme Wertentwicklung, die die Kryptowährungen voran natürlich der Bitcoin hatten. Und das war dann so quasi für mich persönlich rein gefühlsmäßig the most crowded trade im zweiten Halbjahr. Also das ist wirklich, jeder hat darüber gesprochen. Ne? Ich kann mich kaum entsinnen, dass wir nicht mal irgendwo saßen und hätten nicht über dieses Thema gesprochen. Super spannend. Gehe ich auch nochmal im Ausblick darauf ein. Wie gesagt, bei uns Optionshändlern ist es noch nicht angekommen, obwohl ja jetzt vor einigen Tagen zwei Börsen, an denen wir sehr aktiv handeln, auch zum ersten Mal Futures darauf eingeführt haben, die CBOT, nein, natürlich nicht die CBOT, sondern die CBOE, die CBO, also die Aktienoptionsbörse, die hat an ihrer Tochter, an der CFE, den ersten Bitcoin-Future eingeführt und dann eine Woche später hat es dann die CME nachgeholt und hat auch da eine eingeführt. Bislang muss man sagen, allerdings die Umsätze sehr, sehr gering. Ne? Also es werden zwar Preise gestellt, es wird überall Werbung gemacht, aber die Umsätze, die man da hat, noch sehr, sehr gering. Das muss man einfach so sagen. Ne? Also wer da gedacht hat, da geht es sofort los und da werden hier hunderttausende Kontrakte gehandelt, überhaupt nicht. Noch ist das ein sehr, sehr enges Feld und man wird mal schauen, ob das geht. Es lag allerdings auch daran, auch das muss man sagen, dass sehr viele Broker, sowohl hier die wir nutzen, aber auch viele Broker in den USA, die haben ihren Kunden nicht das Short-Gehen in diesen Produkten erlaubt. Das heißt also, am Anfang war es so, dass die Börse zwar gesagt hat, natürlich, den Future kann man Long und Short handeln. Die Broker haben aber gesagt, nein, uns ist das Risiko beim Short-Gehen zu groß, falls der nach oben weg explodiert. Und deswegen wurde das Short-Gehen am Anfang nicht erlaubt. Mittlerweile ist es meines Wissens nach aber von vielen Brokern erlaubt. Und man hat auch schon gesehen, jetzt ging es ja auch schon mal ein bisschen nach unten. So, das waren so die aus meiner Sicht daraus spannenden Dinge. Also keine Volatilität dieses Jahr im Markt. Short Vola, ne? Klar, das ist das ist ein No-Brainer. Wenn die Vola halt immer fällt, dann kannst du Volatilitätsprodukte ständig short sein. Und jetzt Krypto ist dann im zweiten Jahr. Ansonsten muss ich sagen, hier im Kanal hat sich super entwickelt. Also wir sind, ich weiß nicht genau, wo wir Anfang des Jahres von den Zahlen her standen, aber jetzt, wir sind 7.500 Abonnenten auf so einem Nischenkanal. Das finde ich sensationell, das finde ich wirklich eine ganz, ganz großartige Sache, dass sich so viele Leute für das Thema Optionen interessieren. Es gibt immer wieder neue Blogs, es gibt neue Foren, also gerade was an Foren dieses Jahr, also Gruppen jetzt auf Facebook entstanden ist, toll. Es gibt sehr viele Leute, die sich regional treffen, ganz viele, die ich auch kenne, haben Treffen organisiert in Berlin, in Bayern, in Hamburg, in Karlsruhe. Also es gibt wirklich ganz viele Leute, die das machen. Toll, Respekt, finde ich klasse, dass sich diese Idee des Optionshandels, egal
wie wir es machen oder wie es andere machen, dass sich das immer weiter verbreitet. Das ist super, das ist eine tolle Sache. Und da erwarte ich eigentlich auch, dass es nächstes Jahr noch mal besser wird. Kleiner Spoiler schon für nächstes Jahr, weil ich auch weiß, dass viele Broker mittlerweile auf den Zug aufspringen wollen und sagen, hey, es bedienen ja im Grunde nur 3 oder 4 Broker dieses Thema und die sind alle auch noch quasi gleich. Und ich glaube, da kommt noch der ein oder andere neu dazu im nächsten Jahr, vielleicht auch mal von den Großen mit, also von den großen deutschen Direktbanken, bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber das Thema Optionen verbreitet sich auf jeden Fall immer mehr. Große Klasse, Grüße auch mal an der Stelle an alle Kollegen und Kolleginnen, die das auch professionell verbreiten, die da also auch Videos machen, die Coachings machen, die Seminare machen, Artikel schreiben, Blogs machen und so weiter. Also toll, finde ich klasse, denn je mehr sich das alles hier verbreitet, umso mehr haben wir alle davon. Damit meine ich jetzt uns als Branche, aber natürlich auch mich als individuellen Trader, weil je mehr sich das verbreitet, umso mehr kann man voneinander lernen und umso mehr Angebote gibt es auch, ne? Und das kommt uns allen zugute. So, das war es jetzt aber für heute. Kleiner, kurzer Rückblick. Schreibt mir mal in die Kommentare hinein, was war euer Highlight? Was war euer persönliches Highlight in diesem Jahr? Was ist euch persönlich aufgefallen? Was war das Interessanteste, was ihr in diesem Jahr erlebt habt? Und dann sehen wir uns wieder im zweiten Teil von diesem Video auf dem anderen Kanal, auf dem Jens Rabe Kanal, mit einem kleinen Ausblick für die Zukunft. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.